Das Terra-Event Suhai Terra ist jetzt in Karmesin und Purpur live und in diesem Video zeige ich dir alles Wissenswerte. Falls du auf den neuesten Stand sein willst, was Infos angeht zu Pokémon und Guides, dann abonniere gerne den Kanal. So, wir sind jetzt in-game angekommen und wollte noch eine kleine Info am Rande hinzufügen. Und zwar, das Event geht ja jetzt vom 24. bis zum 27. Das heißt, ihr habt das Wochenende auf jeden Fall Zeit, das Suhai Terra zu farmen. Bevor wir starten, ist natürlich das Wichtigste, mit welchem Pokémon wir das Ganze machen. Ich habe mich für Ursaring entschieden, weil Ursaring wirklich ein sehr, sehr gutes Pokémon dafür ist. Aus dem Grund, weil wir auch sehr viel Damage rausdrücken können. Wie ihr schon sehen könnt, spielen wir das Ganze mit dem Heiß Orb. Ich werde euch jetzt auch nochmal genauer zeigen, wie ihr euch das aufbaut. Also ganz, ganz wichtig in dem Fall der Heiß Orb, der uns dann auch die Verbrennung hinzufügt. Und wir sind dadurch auch dann geschützt vor Schlaf. Hat aber auch noch einen weiteren Grund, und zwar, dass unsere Fähigkeit Adrenalin dem Moment triggert und wir dadurch nochmal 50% mehr Angriff geben. So, als Wesen spielen wir ein hartes Wesen, wie ihr sehen könnt, also plus Angriff, minus Spezialangriff. Und kommen wir mal zu den Attacken, nämlich hier ist das ganz witzig, spielen wir das Ganze mit Knirscher, Nahkampf, Fassade und Bauchtrommel. Die Bauchtrommel kriegt ihr nur über Kopierkraut, also ist da ganz wichtig, dass ihr euch einen Hariyama oder so holt, der diese Attacke schon kann, und packt das Kopierkraut dann auf Ursaring einmal ins Picknick und dann sollte es eigentlich auch das schon erlernt haben. Fassade, Nahkampf und Knirscher, muss ich dazu noch sagen, sind alles Moves, die ihr nur per TM lernen könnt. Und hierbei ist am wichtigsten die Fassade. Und zwar verdoppelt sich dort durch die Paralyse bzw. jetzt durch Verbrennung nochmal die Kraft der Attacke. Das heißt, wir greifen mit 140 an. Und da wir ja plus 6 auf Angriff sind durch die Brauchtrommel, machen wir wirklich wahnsinnig viel Schaden. Aber das Ganze zeige ich euch jetzt auf jeden Fall in Action. Ansonsten wäre nochmal wichtig hinzuzufügen, dass ihr das Ursaring auf KP und Angriff investiert. Also in dem Fall KP Plus und Protein. Dies natürlich auf maximale Werte, sprich 252. Und bei den DVs könnt ihr alles erhöhen, außer den Spezialangriff. Der macht nämlich wenig Sinn. So, wir sind auch schon fast angekommen. Hier haben wir noch eine TM, die können wir mal eben mitnehmen. Und es ist wirklich ganz einfach. Gibt's eine große Strategie gibt es nicht wirklich dabei. Man geht natürlich den Kampf immer rein direkt mit der Bauchtrommel. In der zweiten Runde triggert dann der Heiß Orb. Das heißt, ihr kriegt die Verbrennung. Das heißt in dem Fall auch, dass Suhai Terra euch nicht mehr zum Schlafen bringen kann. Und gehen dann rein mit der Fassade. Wenn es am besten natürlich läuft, sollte das Ganze mit einem One-Shot direkt besiegelt sein. Aber falls es natürlich nicht der Fall sein sollte, habt ihr natürlich den Knirscher, den Nahkampf noch dafür da. So, da sind wir angekommen. Perfekt. Können wir das Ganze auch gleich nochmal in Action sehen, wie das funktioniert mit Ursaring. Es ist wirklich super, super einfach und sollte eigentlich für jeden machbar sein. Klar, EV-DV-Training ist natürlich ein bisschen kostenspielig, wenn man es jetzt nicht so mal eben hat. Wir fangen an auf jeden Fall mit der Bauchtrommel. Das ist sehr, sehr wichtig, um uns auf plus 6 zu pushen, was den Angriff angeht. Jetzt müsste als nächstes der Orb aktivieren. Somit haben wir die Verbrennung. Und jetzt sollte die Fassade auch richtig wehtun. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und da haben wir den One-Shot. Also das ist wirklich so das Optimalste, wie es laufen sollte. Gleich sehen wir auf jeden Fall nochmal die Drops. Die sind auch hier sehr, sehr interessant. Fangen es jetzt mal nicht. Es ist wirklich der Hammer. Also es lohnt sich wirklich sehr. In dem Fall haben wir zum Beispiel hier Terra-Stücke Boden, Flug, Elektro, Normal. Haben da noch ein paar Bonbons dabei. Also wirklich sehr, sehr cool. Ich hatte eben einen Raid, da war noch wesentlich mehr dabei. Also das lohnt sich wirklich sehr. Das war es auf jeden Fall mit dem Video für heute. Ich hoffe natürlich, dass ich dir mit diesem Guide weiterhelfen konnte. Und wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.